Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K25 mit den Chicago Bulls. Und wir nähern uns immer mehr dem Saisonende. Wenn wir einmal hier auf der Standing gucken in der NBA-Tabelle, dann sehen wir hier in der Eastern Conference, dass wir theoretisch Chancen haben auf die direkte Playoff-Teilnahme, aber man ganz ehrlich sein muss, dass das schon schwierig wird, denn die Knicks haben nicht nur 3 Siege mehr, sondern noch 4 Niederlagen weniger. Also das ist gar nicht mal so easy, da irgendwie vorbeizukommen. Wir spielen sogar nochmal gegen die Knicks. Das wäre natürlich nice, wenn es dort eng wäre. Wir spielen auch nochmal am Ende gegen die Knicks. Also ja, es wird jetzt eigentlich davon abhängen, von den nächsten Spielen. Ich meine, wir haben 57 Spiele hinter uns. Wir müssen halt bis zu 70, wenn wir bei 70 Spielen sind, schon näher dran sein. Ich glaube, sonst wird es ganz, ganz schwierig, da nochmal auf einen direkten Playoff-Spot zu kommen. Übrigens sind Dalen Terry als auch Ball Ball wieder fit. Das bedeutet, die beiden werden auf jeden Fall auch jetzt wieder ihre Spielzeit von der Bank kriegen mit 17 bzw. 21 Minuten. Das heißt, wir haben Stand jetzt keinerlei Verletzte, was auf jeden Fall auch sehr, sehr schön ist. Somit wir hier für den Endspurt in der NBA wirklich mit vollem Personal attackieren können. Also das Spiel sah schon danach aus, als wenn es durch wäre, weil die Knicks in allen drei Vierteln überragt haben. Und jetzt haben wir aber noch 1 Minute 53 und unser Team ist einfach dran, was komplett crazy ist, weil man einfach im letzten Viertel 21 Punkte aktuell mehr hat als die New York Knicks. Also das wäre ein Monster-Comeback, wenn das gelingen könnte. Und wir haben auch noch Possession. Wir haben auch noch Possession. Wir haben aber keinerlei Timeout mehr. Beide Teams ohne Timeout. Der Screen. Oh, dann wollen sie hier Donovan Mitchell stoppen. Das klappt nicht. Und jetzt sind wir 2 Punkte ran. Das heißt, wir haben jetzt 23 Punkte aufgeholt im letzten Viertel. Bedeutet, insgesamt hatten wir 25 Punkte Rückstand. Das wäre ein 25-Punkte-Comeback. Das wäre komplett... Was jetzt? Illegal Block von Josh Hart. Wir sind wieder in Possession. Ui, da sollte er eigentlich gar nicht hin, aber gut. Geht er mit dem Screen? Der Ball bei York. Der Ball bei Gede, der nimmt den. Gede trifft ihn leider nicht. Karl-Anthony Towns jetzt hier. Karl-Anthony Towns. Gede stört so gut er kann und hat das richtig gut gemacht. Jetzt hier der Ball bei Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Versucht durchzukommen, klappt so nicht. Buzelis mit dem Screen. Lonzo Ball spielt den auf. Buzelis. Der macht ihn rein. Wir haben 25 Punkte aufgeholt. 25 Punkte haben wir aufgeholt. Sind jetzt hier in Führung. Oh, gegen die New York Knicks. Gegen so einen wichtigen Gegner. Ah, der Dreier von OJ. Ah, der ist drinnen. OJ Anunoby. Und so. York, nein. Donovan Mitchell. Der war sehr, sehr gut attackiert dort. Lonzo versucht da Towns zu stören. Buzelis. Das ist jetzt natürlich ein Mismatch. Und sie nutzen es nicht. Sie nutzen es nicht. Okay. Lonzo Ball. Der Fake. Und dann hat er Platz. Dann war der Platz noch nicht da. Und wer hat ihn? New York Ball. Ah. Schwierig. Ja, Chris Tich hätten wir zuvor gebaut, aber wir konnten halt auch nicht eine Timeout nehmen, weil wir schlichtweg keine Timeout mehr haben. Foul. Musst du sofort. Und jetzt musst du hoffen, dass er... Ja, erstmal überhaupt hier. Foul. Jetzt muss er einen verwerfen. Komm schon, verwerf einen. Macht er leider. Ja, den nächsten macht, dann war's das. Ja, das war's. Außer wir kriegen jetzt keine Ahnung, was sonst hin. Nein. Leider nein. Schade. Das hätte nochmal ein Comeback werden können. Am Ende sollte es nicht ganz sein. Gegen Karl-Anthony Towns und Co.
GD 23-11-4, Mitchell mit 22-8 Assists, 4 Steals. Reicht dann alles nicht gegen Towns, Anunoby. Eigentlich haben die nicht gut performt. Schade, 4 Pünktchen. Aber trotzdem echt nochmal gut zurückgekommen in dieser Partie. Wenn man sich die anderen Partien so anguckt, gegen die Sixers gab es einen Sieg, weil GD 28, 14 und 12 droppt. Donovan Mitchell nochmal mit 24 unterstützt. Da war dann nichts zu machen hier. Okay, die spielen aber auch ohne Joel Embiid und ohne Maxi. Sind beide verletzt oder was bei den Sixers? Maxi ist raus, Embiid. Habe ich den übersehen oder war der einfach in der Partie nicht da? Ne, der war anscheinend hier auch noch verletzt. Okay, ja, war nicht mit dabei. Gegen die Warriors haben wir dann gewonnen mit Mitchell unter mit 33 Punkten. Curry 31-11, aber es hat nicht gereicht. Und dann gab es eben eine Niederlage gegen die Pacers. Gut, gegen Siakam, Haliburton knapp eine Triple-Double verpasst. Da kannst du verlieren. Ja, die nächsten Games, die wären wichtig. Ich hoffe, wir können jetzt wirklich Siege, Siege, Siege holen. Also es wäre nicht unwichtig, wenn man jetzt, ich sag mal, aus den nächsten 10 Spielen vielleicht 7, 8 Siege holen kann. 5 Minuten 18 gegen die Atlanta Hawks hier auswärts. Ein Punkt Unterschied hier. Borba muss ein bisschen aufpassen. Risa, Shea und Okongo mit jeweils 4 Fouls. Bei uns haben wir übrigens Dale und Terry kleine WWchen und Lonzo Ball hatte, glaube ich, auch noch kleine WWchen. Aber die müssen jetzt spielen, da nehme ich jetzt keine Rücksicht drauf. Wir wollen die direkte Playoff-Teilnahme. Josh Giddey. Kristic stellt den Screen. Na, der Fake. McKinney. Kristic hier nochmal mit dem Screen. McKinney, ja, mit dem Fake gegen Kawhi Leonard. Und dann ist er drin, schön. Einfach mal schön Kawhi Leonard springen geschickt. Dyson Daniels. Reza Scher. Oh, der Steal. Der Steal jetzt hier. Abgespielt. Kick out. Giddey. Perfekt. Perfekt. Josh Giddey mit den 3. 32 Punkte. McKinney mit der guten Übersicht. 118, 114. Kawhi Leonard jetzt hier. Spät in Abdosumnu. Reza Scher. Schwierig. Er war im Aus, oder? Ja, er war im Aus. Sehr gut. Da haben wir ihn schön in die Enge getrieben, sodass er da ins Aus rennt. 4,5 Minuten knapp noch. Ne, den spielen wir da nicht so. Terry noch leicht angeschlagen. Josh Giddey. Giddey, oh, der kommt da gut voran. Lässt sich dann auch nicht mehr stoppen. Nein. Auch nicht von dem Okongwu. Die Muskeln, die fehlen dir ein bisschen. Giddey, aber gut, flex ruhig. Darfst trotzdem flexen. Wer 34 Punkte macht, der darf auch mit bisher ohne Muskeln flexen. Jetzt hier Giddey. Oh, Donovan Mitchell. Der Pass war ein bisschen wild. Übersicht. Mitchell kriegt da die Midrange frei oder was? Nimmt da den Drive. Der Ball. Dale und Terry. Der ist auch nicht drin. Kristic kriegt da fast den Rebound. Aber nur fast. Wir nehmen gleich mal eine Timeout, um unter dem Dale und Terry rauszunehmen. Reza Scher. Clean. Cleaner Wurf von Reza Scher. Hier schön in Transition gestoppt und dann den Dreier. So willst du das doch haben. Aus der Sicht der Hawks natürlich. Wir lassen mal Buzelis rein. Ja, und Ballball kommt rein für Kristic jetzt mal kurz. Ja, so ein bisschen give and go oder was? Giddey holt sich den eigenen Rebound und macht ihn dann rein. 36 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists. Das sind Zahlen. Ja, also wenn irgendwann mal das Standing besser wird, dann hat vielleicht auch mal Giddey in Zukunft einen Case, was MVP angeht. Aber dafür müssen wir natürlich eins der besten 3 Standings in der Conference haben. Oh, der ist nicht drin. Etwas glücklich. Giddey. Oh, schwer. Ja, der war sehr, sehr schwer. Dieser Scher. Kawhi Leonard, York, Ballball ist es, sorry. Hat da super gestört. Etwas Ruhe reinbringen. Jetzt haben wir Donovan Mitchell. Donovan Mitchell auf Ballball und der stopft ihn.
Sehr schön. Stark gemacht vom Ballball. Kriegt den Ball da und dann zack, einmal reingestopft. Donovan Mitchell mit seinem 6. Assist. Heute Scoring-Technik nicht ganz so stark. Aber das ist vollkommen okay. Na, Kawhi Leonard. Midranger ist clean. Josh Giddey. Giddey. Na. Josh Giddey, Fadeaway. Ganz schwieriges Ding. Das war jetzt wirklich High Level. Der Wurf. Kawhi Leonard wird da jetzt gedoubled. Haben aber eine Lösung gefunden. Haben sie gut gefunden. Und York stört noch so, dass tatsächlich sie den nicht reinkriegen. Donovan Mitchell aus der Transition. Macht er ihn nicht rein. Okay. Ja, die Hawks hier. 3 Punkte weit weg. Da ist aber noch alles drin. Ja, Kawhi Leonard wird wieder gestört von Giddey. Foulspiel, sagen sie. Das hatten wir noch zu geben, deswegen alles halb so wild. Okongwu jetzt hier auf Daniels. Kawhi Leonard. Wieder gegen Giddey. Boah, der ist drinne. Ich wollte gerade sagen, der ist übelst schwer. Kawhi Leonard denkt so, ja, Bro, okay, für dich, aber für mich nicht. Der Kickout. Der Dreier? Nicht der Ball. Nicht der Ball drinne. Das war eigentlich super gespielt von Giddey. Das muss sein Kamerad dann aber auch reinmachen. Macht er leider nicht. Jetzt hier Okongwu. Kawhi Leonard. Okongwu. Ah, den Dreier gebe ich. Nimmt er. Da hatte ich keine Angst vor dem Dreier von Okongwu. Jetzt hier Giddey. Selbst vor dem Midranger hätte man da jetzt nicht unbedingt Schiss gehabt. Vielleicht mal Classic Pick and Roll oder was? Stepback mit Ranger? Ne, ne, ne. Was machst du da, York? Warum greifst du da rein? Warum? Was hat dich dazu getrieben, da reinzugreifen? Unnötig. Wirklich unnötig. Immerhin haben wir jetzt hier die Chance, nochmal 2 for 1 zu gehen. Das versuche ich jetzt auch. Na komm, on! Ich hab den gerade reingeworfen. Ich hab den gerade reingeworfen. Okay. 5 Seconds, ne? 1, 2, ja gut. Da kann ich zählen, wie ich will, das war schnell. Ballball gegen Kawhi Leonard. Okay. Wir können einen Angriff aufbauen, wenn er schief geht, können wir die Timeout nehmen. Ball, Ball. Oh, der Ball. Komm bitte nochmal her. Giddey. Giddey, Midranger. Nein, nein, nein. Ich wollte hier auf den Zweier gehen, das hat auch nicht geklappt. Wir verlieren wieder ein enges Duell. Wir verlieren wieder ein enges Duell, leider. Reza Scher 24-4-3, 1 Steal, 2 Blocks. Daniels hier, ne, mit 19-7-5-2-1. Kawhi Leonard und Co. Giddey 36-9-6. York mit einem schönen Double-Double und 4 Steals, aber reicht doch nicht. Ja, ärgerlich. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil hier war mehr drin. Wenn wir jetzt auf die Ergebnisse gucken, seit dem Knicks-Game, wir haben hier gewonnen gegen die Pelicans. Trotz Zion Williamsons guter Performance gegen die Raptors, auch knapper Sieg hier, ne? Also Scottie Barnes, RJ Barrett haben gut gegengehalten, aber Mitchell und Co. waren stark. Auch hier gegen die Hawks gewonnen. Dann die Spurs besiegt, ne? Sehr, sehr stark, also Giddey, Mitchell, Ballball, schönes Double-Double. Tatum und Wembanyama hatten nicht so viel entgegenzusetzen. Die Mavs super knapp besiegt mit Hardy, Thompson und Co. Haben gut alle performt, aber wir waren diesen Ticken besser. Dank der 31er von Mitchell oder auch hier der 19 von Kristic.
Dann gab es eine fette Niederlage gegen Gaydon, Mifflin, Zenza Burke und Co., also gegen die Jazz. Sieg gegen die Rockets. Musst du auch erstmal machen hier, ne? Also geht ihr wieder, immer wieder geile Overroast, jetzt auch Mitchell, McKinney. Das ist einfach gut. Jalen Green macht 34 und 7. Zwei Blocks noch. Whitmore, Thompson, AD war aber schwach in dieser Partie. Dann die Hawks besiegt. Mitchell, geht ihr mit einem fetten Double-Double plus einen Block. Leider nicht so die perfekte Dreierquote, aber Kristicha für 50% Dreierquote. Ball hier 3 von 4 Dreiern. Da haben wir sie noch geschlagen, Kawhi Leonard und Co. Dann gab es eine Niederlage gegen Mathurin, der 39 gedroppt hat. Halliburton 24 und 12. Da verlierst du dann halt einmal gegen die Grizzlies, gewinnste. Triple-Double von Giddey. Ja, gegen Scott und Co. Und dann gab es eben die Niederlage. Jetzt haben wir nicht mehr so viele Wochen vor uns, sehen aber hier, ja, dass wir gefühlt, obwohl die Ergebnisse gar nicht so schlecht sind, gefühlt immer weiter weg sind. Das ist bitter, wobei wir auch nur gefühlt weiter weg sind, weil wir sind eigentlich näher dran. Wir sind zwar Achter, aber der Abstand zu den Magic ist nicht so riesig und wir spielen sogar nochmal gegen die Magic. Na gut, wir gehen noch einen Ticken vor, schauen mal, wie vielleicht nochmal die nächste Woche so wird. 3 Minuten, 103, 103, Trailblazers Bulls. Giddey muss aufpassen mit 5 Fouls, was den Trouble angeht, und auch Michael Porter Jr. bei den Trailblazers. Es ist das nächste enge Duell. Bisher haben wir in den engen Duells eher so, naja, performt. Gucken wir mal, ob wir dieses Mal in einem engen Duell besser performen können. Schauen mal. So, jetzt hier. Den nimmt er. Trifft er nicht. Und Donovan Mitchell. Nee, nee, kriegt er nicht. Und das ist easy. Das ist easy. Punkte Doncic. Luka Doncic hier, ja, der bei den Trailblazers zockt, 105-103. Donovan Mitchell kriegt sehr viel Platz. Den nimmt er dann. Timeout Trailblazers. Timeout hier von den Trailblazers. 106-105. Und fällt erste 5, machen wir gleich mal, aber ist, glaube ich, ja, Buzelis ist drauf. Aber gut, gleich bei der nächsten Unterbrechung dann. Cam Reddish. Doncic. Luka Doncic. Hat den bei Giddey, muss ein bisschen aufpassen. Giddey verteidigt das super. Hat er gut verteidigt, Giddey. Aber Luka Doncic war stark. Jetzt hier der Ball nach vorne. Dalen Terry. Mitchell. Der Screen. Nein, der kommt nicht an. York hat den. York macht ihn nicht. Und der Rebound war dann am Ende beim Gegner, bei Klingen. Buzelis verteidigt das eigentlich nicht so schlecht. Und dann ist der Ball aber drinnen durch Cam Reddish. 109-106. Giddey. Versucht vorbeizukommen. Klappt nicht. Giddey. Ah, sehr schön. Giddey. Macht ihn nicht rein. Schade. Kevin, Michael Porter Jr. MPJ gegen Donovan Mitchell. Luka Doncic gegen York. Das ist ein Mismatch. York macht das super. Und er kriegt den trotzdem rein, Luka. Das ist halt gnadenlos. Das ist halt gnadenlos gut. Der Ball auf Mitchell. Boah, schwer. Aber den macht er. Donovan Mitchell. Mit einem kleinen Kunstabwurf. Zack. Und dann einfach so reingemacht. Sehr schön. Also so schwer es Luka Doncic kann, so kann es auch ein Donovan Mitchell, der ist nicht drin. Holt sich auch noch den Rebound. Boah, lässt er seinen Gegenspieler gar keine Chance. Und der ist dann trotzdem... Nein, 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 er hat sich verletzt. Er hat sich verletzt. Wir müssen gleich direkt mal eine Timeout nehmen. Doncic und Giddey mit dem Block. Obwohl er Foul Trouble hat. Obwohl er Foul Trouble hat mit dem Block hier. Ja, übrigens ist jetzt natürlich Mitchell raus. Obwohl er Foul Trouble hat, ne? 5 Fouls geht er da so rein. Und kriegt auch noch den Block clean. Also Giddey, absoluter Typ. Der ist mal nicht drin. Luka Doncic. Gib den ab. Kristic macht ihn. 111, 110. Es ist schon wieder super, super eng. Es ist schon wieder super eng. Luka Doncic. Ja, Kuzma.
Muss mal gegen Kristic. Nee, 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 nee. Und jetzt hier geht er, geht vorbei. Geht ey. Macht ihn rein. 112. 111. 28,5 Sekunden noch zu spielen. Jo. Es ist spannend. Es ist spannend. GD steht bei 20 und 10 übrigens. 10 ist es. 7 Rebounds hat er übrigens auch noch. Luka Doncic. Einen Block hat er ja auch mindestens sich geholt. Jetzt hier Kuzma. Kuzma, will er den Helden spielen? Kuzma, das wäre wild, wenn er den nimmt. Kristic ist ja da. Luka Doncic gibt den ab. Mike Potter Jr. Kuzma will den Helden spielen. Kuzma will den Helden spielen. Jörg gibt den ab. GD hat den. GD hat den. Klingt gerne, aber sie hat noch eins zu geben. Gede, Gede kriegt nochmal ein, zwei Sekunden. Von der Uhr, sehr schön. Ja, Luka Doncic. Immer noch komischer Anblick im Trailblazers Trikot. Und den macht er rein, Gede. Sehr schön. Der ist auch drin. Und sie haben keine. Jetzt halt die Frage, was ist das Schlauste? Faulen wir nicht? Luka. Oh, der Fake. Das war gut gemacht. Jetzt der Wurf. Nein. Der Ball jetzt hier zu Josh Giddey. Sie faulen nochmal. Klingen nochmal mit seinem vierten. Das war's. Wenn Giddey nur einen macht, war's das. Wenn Giddey einen macht, war's das. Yes. 23, 7 Rebounds und 10 Assists. Luka Doncic nimmt nochmal einen. 111, 115. Dieses enge Game gewinnen wir. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir gucken gleich auch nochmal auf die Rookie-Prospects. Auch ganz wichtig. Da schauen wir natürlich auch gleich nochmal rauf, auf die erste Hälfte. Donovan Mitchell macht 27, 3 und 7. Ne, zwei Steals hier. Gede stark. Kristic und Co. Luka Doncic 25, 5 und 8. Reddish. Kuzma, Damian Lillard hat 27 gemacht. Der ist nämlich back bei den Trailblazers. Auf jeden Fall auch eine coole Geschichte für ihn. Und ja, wir gewinnen 115 zu 111. Und gucke mal auf die Ergebnisse dieser Woche und sehen hier, wir haben die Cavs besiegt. Na, mit Kevin Durant und Co. 114 zu 104, also Ballball stark. Giddey, richtig, richtig gut. Und die Baltimore, ja, Pitbulls, die haben wir zerfleischt, als wären wir die Pitbulls. Wir haben gezeigt, dass die Bulls ein bisschen gefährlicher sind als so ein paar Pitbulls. Ja, Mitchell 32, Giddey ganz, ganz stark. Einfach weggehauen und, oh, vielleicht, habt ihr, guck mal oben rechts, guck mal oben rechts da. Oh, yes. Nein, nicht Playoff-Bild, nicht Playoff-Bild. Hier, NBA-Tabelle. Stand jetzt wären wir in den Playoffs. Platz 6. Das wäre natürlich richtig geil. Wir spielen auch noch gegen die Magic und Raptors. Spielen wir nicht. Aber wir spielen nochmal gegen die Magic unter anderem. Das heißt, da kann man auch noch in direkten Duell richtig was machen. New York, schwierig zu kriegen, ne? New York spielen wir aber auch noch. Ja, New York spielen wir auch noch. Und Miami, die, gut, die sollten keine Gefahr mehr sein. Aber ja, wenn man hier guckt, Boston nach wie vor die größte Katastrophe dieser Season. Das ist unbeschreiblich. Cavs rennen auch den Erwartungen hinterher. Wenn man jetzt im Westen guckt, übrigens die Pistons stehen bei 65 und 9. Also sie haben dann doch in letzter Zeit ein bisschen mehr verloren. Ein ja, bisschen mehr ist, ja, letzte hier 10, 4 mal verloren. Sie knacken also doch nicht den Warriors-Record, wie es aussieht. Trotz allem ist das eine geistesgestörte Season. Nuggets hier auf 1 kämpfen gegen Utah um den ersten Spot und auch um die Minnesota Timberwolves und Sacramento Kings haben dann welche mitzureden. Grizzlies wird dann schon eher schwer. Dallas ist da komplett raus. Die kämpfen eher gegen Golden State, gegen Wemby und Co. OKC und auch durchaus, aber bei Milwaukee wird da nicht ganz rankommen. Milwaukee kämpft eher, nee, gar nicht ums Überleben, weil die Trailblazers mit Luca und Co. zwar besser geworden sind, nicht mehr ganz so trash sind, also das hat sich durchaus gelohnt, aber die holen das halt nicht mehr. Das heißt, die hier, ne, mit Luca Doncic, Reddish und Co. und Damian Lillard und wie sie heißen, sind dann raus, bitter. Also Luca hat da, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung getroffen, wenn man sieht, dass seine Mavs ohne ihn auf 6 sind. Aber gut, wir kümmern uns jetzt um die Drafts, um die Draft Prospects. Wir machen mal den SN Draft, oder? Und überall kann man jetzt schon sagen, ist Emil Nielsen auf der 1. Hat eine Spannweite von 2,38. Ist Norweger, 1, also 120 Kilo schwer. 2,15 Meter groß. Sehr, sehr interessanter Spieler auf jeden Fall hier.
wenn man sich das mal anguckt. Post-Defense ist richtig geil, Athletik ist da. B plus Potential, B in Offense, B plus in der Defense. Dunken kann der. Nahdistanzwurf ist gut, Dreier ist grundsolide. Hookshots hat er in seinem Repertoire. Also wenn man sonst nochmal guckt, wie sieht es denn hier aus? Defense in der Zone ist gut, blocken kann er. Er sieht halt schon nach so einem Allrounder aus mit seinen 2,15 Meter. Hat halt auch eine geile Größe für Power Forward oder auch Center. Das kann man auf jeden Fall machen hier. Sehr solider Wurf aus der Mitte, das dann scheint der Defense ein gutes Stellungsspiel zu haben und ziemlich gute Sprungkraft. Basketball IQ und Spielübersicht sind fragwürdig. Aber durchweg alle sehen ihn als den besten Power Forward in diesem Draft. Auf der 2 haben wir dann Adrien Berthieu. Hier also ein Franzose, 21 Jahre, 1,96 Shooting Guard oder Point Guard. Bei ihm ist die Range zwischen bester Shooting Guard oder, ich sage jetzt mal, dritt bis maximal viertbester Shooting Guard. Hier die 10 ist wahrscheinlich so ein kompletter Ausreißer. Wenn man hier mal guckt, könnte man ein All-Star werden. Insgesamt ziemlich elegant und beweglich, äußerst intelligenter Verteidiger. Schließt nicht zuverlässig ab, unterdurchschnittliche Kraft im Unterkörper sind seine Schwächen. Dreier hat er gar nicht mal so gut drauf. Scheint aber dafür ein extrem geiler Defender zu sein und hat ein gutes Playmaking. Wenn wir mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall ausbaufähig, ne? Die Dreier. Muss man sagen, wenn wir jetzt mal in die defensiven Aspekte gucken. Perimeter-Defense geil, Steals geil. Wenn jetzt noch, ja, Help-Defense-IQ geil, defensive Konstanz geil. Vertikalität könnte besser sein. Aber das ist ein sehr, sehr guter verteidigender Guard auf jeden Fall. Dann haben wir hier einmal Daryl Frazier. Center aus Duke, 2,21 Meter groß, das ist eine brutale Länge. Das ist ja richtig lang. Aber das ist jetzt kein Victor Wembanyama, wenn man hier direkt drauf schaut. Der ist halt ein brutal geiler Rebounder mit seinen 1,32 Kilos, die er drauf hat. Nahdistanz kann er, aber das ist kein Wemby-Charakter. Das kann man jetzt schon sagen. Hookshot hat er dafür auch drauf, also mit dem Rücken zum Korb vielleicht ganz interessant. Blocken hat er auf eine 90, extrem geiler Rebounder. Ja, das ist halt jemand, der hat extreme Schwächen, aber auch extreme Stärken. Das sieht sehr interessant aus, muss man auch sagen. Übrigens hier 19 Punkte, 14,7 Rebounds, 3,7 Blocks. Guter Low-Post-Verteidiger, sehr guter Wurfblocker und ein verlässlicher Scorer, wenn er aufpostet. Keinen sonderlich guten Wurf aus der Midrange. Keine gute Sprungkraft und Basketball-IQ ist nicht so gut. Man sieht ihn zwischen den ersten und drittbesten Center im Draft-Jahrgang. Dann haben wir Noah Iversen, gleich mal den zweiten Norweger. Hier ist Small Forward, Power Forward. Wird auf seiner Position als zweitbester gesehen. Bis, ja, die Range geht teilweise bis 8, 9, 11. Sein Spiel wird sich entwickeln. Passabler Richtungswechsel, solider On-Ball-Verteidiger. Wenig Kraft unterm Kopf, seine Schwäche verfehlt dem freien Mann etwas oft und hat Probleme, sich für Rebounds in Position zu bringen. Wenn wir hier mal schauen, Dreier kann er, okay. Auch Midrange ist gut. Hat Potenzial nicht ganz so vorhanden anscheinend. Aber der ist halt echt ein geiler Werfer, weil er überall werfen kann. Freiwürfe auch, also es ist ein offensiver Mann. Den du auf jeden Fall, ja, offensive Konstanz ist auch geil. Den kannst du offensiv auf jeden Fall gebrauchen. Wir machen, wie gesagt, heute 8 und dann in der nächsten Folge am Anfang 8 Rookies. J.D. Lewis hier, Small Forward aus Texas. 1,96 groß. Ja, Würfe geht so, wenn man sich das so anschaut. Wie sieht es hier so aus? Perimeter-Defense immer noch auf C+, aber es scheint viel Potenzial zu haben. Also, ja, Perimeter-Defense ist nicht so geil. Aber die Vertikalität immer noch auf 81. Muss man mal schauen. Gute Athletik und Sprungkraft, kann sein Verteidiger aus dem Dribbling schlagen. Mit der richtigen Führung könnte er ein Star dieser Liga werden, also scheint Potenzial zu haben. Unterdurchschnittlich gespielt für das Spiel, passt nicht so viel wie er sollte und bleibt als Rebounder hinter seinen Möglichkeiten mit seinen 1,96. Wird aber teilweise als der beste Small Forward des Draft-Jahrgangs gesehen. Dann haben wir Junior Hood aus Kalifornien, Point Guard, Shooting Guard. Gut, hier ist die Range sehr, sehr groß, wie gut er wirklich sein könnte. Scheint ein Gespür für Steals zu haben, kann meiner Meinung nach in der NBA seinen eigenen Wurf kreieren. Hat ein gutes Gespür für Turnovers. Leistet sich gelegentlich Fehlentscheidung bei der Ballabgabe, kann kaum danken. Okay, 19,5 Punkte, 5,5 Assists hier. Boah, die Dreier sind schwach, 25%. Ja, also Playmaking, bisschen Defense bringt er dir. Ist halt 1,91 groß. Nahdistanz ist sehr gut. Korbleger ist aber auch nicht gut, ey. Der hat schon krasse Defizite. Ist halt auch kein geiler Playmaker. Der bringt dir ein passables Tempo mit, I don't know.
Sieht für mich bisher wirklich mit Abstand der uninteressanteste Rookie aus von denen, die wir gesehen haben. Dann haben wir JC Goodwin hier aus Washington, George Washington. Wenn man hier guckt, ja, Midranger sind seine große Stärke, wie es aussieht. Sieht man auch hier eine 81 in Sachen Midranger mit seinen 2,11 Meter. Sicherlich auch interessant, weil du so einen großen Power-Forward-Center hast, der auch mal über Spieler werfen kann. Das ist durchaus nicht ganz so uninteressant vom Profil her. Wenn man mal guckt, macht 23 Punkte, 8,5 Rebounds. Ja, Feldwurfquote aus dem Feld sehr gut an sich, ne, mit 43,1%. Dreier ist sogar auch grundsolide. Verwandelt diesmal Jumpshots aus 5 Meter Entfernung. Sehr fähig, aber nicht heraus an Low-Post-Verteidiger. Hat gezeigt, dass das Stil zogen kann. Mangelnde Aufmerksamkeit in Passsituationen, keine gute Sprungkraft sind seine Schwächen. Er wird teilweise als Nummer 3, eher so 4, 5, 6 gesehen, was die Power-Forwards angeht. Okay. Und der letzte Mann für heute, Gabe Weber. Point Guard, Shooting Guard, 1,88 groß, 89 Kilo, aus New Orleans hier. Ja, also NBA hier sieht ihn sogar auf 2, sonst 3, 4, irgendwo so, da deutlich weiter höher. Solide Körperkontrolle, kann beim Zug zum Korb Anpassung vorne, nicht übel, was das Team von Bell angeht, hat das Potenzial, sich zu einem Ausnahmespieler zu entwickeln. Schlechte Finisher, wird häufig geblockt, Basketball-IQ und Spielübersicht sind fragwürdig. Okay, also das sind dann fragwürdige Sachen. Er hat aber einen guten Dreier, das ist auf jeden Fall schön. Playmaking ist auch da. Defense ist auf jeden Fall defizitär. Potenzial ist vorhanden. Der sieht deutlich interessanter aus als die zwei vorherigen Rookies. Nahdistanz, Midranger und vor allem der Dreierstar. Freiwürfe, super, Korbliga halbwegs okay. Wurf-IQ könnte besser sein. Ballhandling und Passgenauigkeit ist voll okay. Ballhandling mit 84 stark. Der sieht offensiv. Warum hat der Offense nur C? Der sieht eigentlich echt interessant aus. Und es kommen ja zwei neue Teams dazu, dadurch ist die Lottery dann bei 18 Teams, nicht mehr 16. Deswegen machen wir sogar 9 und dann in der nächsten Folge auch nochmal 9 Rookies. Dann gucken wir uns nämlich auch nochmal Raul Rodriguez an aus Argentinien. Hier einen... Oh. Obwohl er nur eine 71 hat, ist er vom Profil her direkt interessant, weil Potenzial B+, Perimeter-Defense B+, und Dreier B+. Dreier 81, okay. Jetzt natürlich die Frage, wie sieht es mit der Perimeter-Defense aus? 74, Steals kann er nicht holen, ist er vertikal, Help Defense IQ geht so, defensiv konstant, ja. Vertikal 77, okay. Ja, der sieht auch interessant aus. Also den würde ich auch eher höher sehen. Also ich muss sagen, ich fand jetzt Gabe Weber zu Rodriguez finde ich interessanter als Hood und Goodwin, um ehrlich zu sein. Braucht seine Hilfe durch Doppeln, kann auch in Bedrängnis punkten, gute Sprungwerte und deswegen gut am Brett. Postmoves sind lausig, langsam beim Umschalten auf Offense, okay. Sieht in der Offense nur die offensichtlichsten Dinge. Er wird teilweise als der zweitbeste Small Forward gesehen, auch so 3 bis 4, 5 so. Okay, das waren auf jeden Fall die neuen Rookies hier. In der nächsten Folge machen wir dann die Nummer 10 bis 18, das sind dann die neuen Lottery Picks, weil es kommen am Ende der Season ja zwei neue Teams hinzu. Das kann ich schon mal verraten, wegen dem neuen Tarifvertrag dann auch. Und dann machen wir auch in der nächsten Folge die letzten zwei Wochen der Regular Season, finden heraus, wer gewinnt welchen Award, wo stehen wir am Ende der Season. Und ja, Leute, gucken wir mal, ob wir es direkt in die Playoffs schaffen. Eure Prediction, Play-Ins oder Playoffs? Was sagt ihr? Ich sag selbstbewusst Playoffs. Gerne eure Prediction in die Kommentare. Euer Lausch meldet sich ab und bye bye.